Rund 600 Kilometer östlich der australischen Küste gibt es einen Ort, der aussieht, als wäre er von einem Hollywood-Special-Effect-Grafiker erstellt worden. Doch diese Insel gibt es wirklich. Sie heißt Ball's Pyramid. Das nadelförmige Ungetüm ragt 562 Meter aus dem Wasser und hat der Länge nach einen Durchmesser von lediglich 300 Metern. Der Ursprung dieser Formation ist vulkanisch. Und diese Nadel ist der letzte Aufenthaltsort einer wirklich wundersamen Tierart, die auf Deutsch den Namen Baumhummer trägt. Mit Hummern hat dieses faszinierende Lebewesen nichts zu tun, denn es ist ein Insekt. Ein riesiges Insekt, es gehört in die Familie der Phasmiden. Das sind flügellose Stockinsekten, berühmt vor allem für ihre Körperformen, die häufig Äste und Blätter imitieren. Der Baumhummer nimmt hier eine besondere Stellung ein, denn während die meisten Phasmiden sehr weit verbreitet sind und sich überall entlang des Äquators aufhalten, gilt der Baumhummer als ausgestorben. Und seine überraschende Geschichte ist auch ein Lehrstück über die Mühen des Menschen, in die Mechanismen der Natur einzugreifen, ohne unentwegt Chaos einzurichten. Im Jahr 1964 erreicht Richard Harold Smith, ein junger australischer Abenteurer und Geschäftsmann, die Insel und versucht mit seinem Team eine Erstbesteigung der scharfen Klippen. Die Insel ist eine interessante, exotische Herausforderung für Bergsteiger und Kletterer, denn die Felsen sind steil und die Insel ist nur schwer begehbar. Strände und Anlegestellen gibt es hier nicht, und so ist jeder Versuch, auf der Insel zu verweilen, vom ersten Augenblick an ein Abenteuer. Die Expedition von Dick Smith scheiterte bei dem Versuch, die Nadelspitze zu erklettern. Erst ein Jahr später wurde der Gipfel von Bryden Allen und seinen Begleitern erzwungen, doch das ist eine andere Geschichte. Die erfolglose Expedition von 1964 ist an dieser Stelle von viel größerer Bedeutung für uns, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Denn man hatte während des Ausstiegs weniger als 100 Meter über dem Wasser einige tote Rieseninsekten gefunden und auch fotografiert. Zu Hause in Australien musste man nicht lange suchen, um die seltsamen Käferleichen zu identifizieren. Der einzigartige Baumhummer, offiziell als Lord Howe's Island Stick Insect benannt, war den Fachkundigen gut aus Büchern bekannt. Jahrzehnte zuvor hatte das Tier mit der lateinischen Bezeichnung Dryococcelus australis noch auf der deutlich größeren Lord Howe-Insel gelebt. Lord Howe Island ist heute ein malerischer Ort mit nur 360 Einwohnern, wo man inzwischen sehr ökologisch zu leben versucht und wo nur ein Kontingent von 400 Touristen jährlich zugelassen ist. Doch vor 100 Jahren sah das noch sehr anders aus. Im Jahr 1918 kenterte vor der Küste der Insel das britische Dampfschiff SS Macembo. Der Zwischenfall hatte den Tod einer Passagierin gefordert, die während der Rettungsaktion aus dem Boot gefallen war und ertrank. Durch den Schiffsbruch gerieten aber auch schwarze Hausratten auf die Insel und gediehen dort außerordentlich. In nur wenigen Jahren hatten sie dort ein regelrechtes Umweltdesaster ausgelöst. Die auffälligsten Verlierer der Rattenplage waren die Baumhummer. Ihre Population wurde komplett ausgelöscht. So landete Dryococcelus australis auf der unaufhaltsam wachsenden Liste ausgerotteter und ausgestorbener Tierarten. Und das in einer Zeit, in der der Mensch gerade erst angefangen hatte, die Natur nachhaltig zu dezimieren. Und so blieb es für Jahrzehnte. Der Baumhummer galt als eine Spezies der Vergangenheit. Doch nach der Bergsteigerexpedition von 1964 wurde das Interesse der Forscher geweckt. In den folgenden Jahren hatten sich erneut Entomologen auf die Insel begeben und wiederholt tote Insekten gefunden. Doch ein lebendiges Exemplar zu finden ist nie gelungen. Es war wie verhext. Nach Jahren geriet das Thema wieder in Vergessenheit. Erst im Jahr 2001 spekulierten zwei australische Wissenschaftler, David Priddle und Nicholas Carlyle, dass sich das schwer fassbare Insekt noch immer auf der winzigen Insel aufhalten konnte, falls auf den Klippen genügend Sträucher wachsen würden, um als Nahrungsquelle zu dienen. So organisierten sie eine Forschungsexpedition und suchten über 500 Meter Klippenfelsen ab. Sie fanden vorerst keine lebendigen Phasmiden, doch entdeckten sie unter spezifischen Gebüschen durchaus allerlei trockenen Insektenkot, dessen Menge auf große Insekten schließen ließ. So beschloss man, nachts zurückzukehren und jene Stellen abzusuchen, die den meisten Mist aufwiesen. Mit Erfolg. Eine Population aus 24 lebenden Insekten wurde entdeckt, die dort in einer Felsspalte unter einem nahrungsspendenden Strauch lebten. In entomologischen Kreisen war das eine Sensation. Die Baumhummer waren schon zu Lebzeiten eine Besonderheit. Es ist ja so, dass Inseln evolutionär nicht dazu geeignet sind, übergroße Spezies hervorzubringen.
zumindest in der wahren Welt. In Science-Fiction-Geschichten sieht das meistens anders aus. Doch neigen Tiere auf Inseln eher dazu, sich mehr hin zum Kleinwuchs zu entwickeln, was vermutlich mit Nahrung und den Ausgangsbedingungen eines solchen kleinen, überschaubaren Ökosystems zusammenhängt. Doch es gibt eben Ausnahmen. So schien das Stockinsekt auf der Lord Howe-Insel für viele Jahrhunderte oder eher Jahrtausende ohne einen ernsthaften Fressfeind zu existieren und gedieh somit bis an die Grenzen dessen, was unter dieser Gravitation und mit diesem Sauerstoffgehalt in der Luft für ein Insekt möglich ist. Hier wurden die Spielräume der Evolution ausgereizt und was herauskam, ist ein Monster von einem Insekt. Doch Baumhummer sind natürlich nur in unseren Köpfen Monster. Alle Phasmiden sind Vegetarier und trotz ihrer oft auffälligen Größe und einem lateinischen Namen, das sich von dem Wort Gespenst ableitet, gehören sie zu den harmlosesten Insekten, die es auf der Welt gibt. Und die aus Afrika, Südostasien oder Südamerika bekannten klassischen Stockinsekten erfreuen sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit als Haustiere in Terrarien. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie relativ groß sind, sondern auch damit, dass es sich dabei um sehr passive Tierchen handelt, die ihr Leben lang nur von einem Ende des Gebüschs zum anderen schlendern und an den Blättern knabbern. Und diese Passivität ist vielleicht einer der zentralen Gründe, weshalb die Phasmiden auf der winzigen Balls Pyramid überleben konnten, wo sie eben nie mehr zum Leben hatten als einen Strauch und einen Felsspalt, um dort tagsüber zu schlafen. Und obwohl nicht genau bekannt ist, wann und wie diese Insekten auf diesen einsamen Vulkanfels inmitten des Meeres eingeschleppt worden sind, es sind immerhin 25 Kilometer Luftlinie, konnte man nach der Entdeckung dieser sechsbeinigen Auswanderer schnell die Grundlage ihres Überlebens ermitteln. Denn nicht nur das Rieseninsekt wurde auf die Felsinsel eingeschleppt, sondern auch ein Strauch mit dem lateinischen Namen Malleleuca howeana. Das ist eine robuste Pflanze, über Jahrmillionen abgehärtet in dem salzigen Meeresklima. Und obwohl nur einige Exemplare dieses Strauchs auf der winzigen Insel Fuß fassen konnten, reichte dies, um für viele Jahre eine Lebensgrundlage für die Phasmiden darzustellen. In der Zwischenzeit wurde an den Baumhummern wieder viel geforscht und eine genetische Vergleichsanalyse mit artverwandten Phasmiden zeigte, dass evolutionstechnisch der Lord Howe Baumhummer 22 Millionen Jahre alt ist. Und das ist faszinierend, denn heute weiß man, dass die vulkanische Lord Howe Insel gerade mal 7 Millionen Jahre existiert. Die Phasmiden müssen also aus dem Norden gekommen sein, naheliegenderweise aus der Region des heutigen Indonesien. Doch eine solche Entfernung ist nicht leicht überbrückbar. Auch wenn man ja Millionen zur Verfügung hat. Die Spekulationen hierbei gehen davon aus, dass Baumhummer entweder für lange Zeit in Ostaustralien gelebt haben, dort aber eben längst verschwunden sind, oder von einer weiteren Insel zwischen Lord Howe und Neuguinea stammen, einer Insel, die möglicherweise nicht mehr existiert, respektive durch vulkanische Aktivität oder Erdbeben untergegangen ist. In Entomologenkreisen war der Baumhummer über Nacht zu einem Superstar aufgestiegen. Er war aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Wir Menschen hatten es schließlich wieder einmal vollständig vermasselt. Doch nun, 80 Jahre später, spielt er uns die Natur doch noch einen rettenden Ball zu. Und das passiert leider nur sehr selten. Dryococcalus australis war nun die seltenste Insektenart der Welt, doch es gab Gründe für Optimismus. Die große Frage, die unaufhaltsam in den Mittelpunkt des Raums rutschte, lautete: Was nun? Dass Balls Pyramid keine stabile Lebensgrundlage für das Insekt darstellte, ist recht klar. Es glich ja bereits einem kleinen Wunder, dass diese winzige Kolonie überhaupt dort überlebt hatte. Doch es war klar, dass eine unerwartete Veränderung der rauen Bedingungen auch diese letzten Phasmiden zum Verschwinden bringen konnten. Vielleicht ein unerwarteter Sturm, ein eingeschleppter Schädling. Der Fortbestand dieser Tierart hing noch immer auf einem seidenen Faden. Und das wurde schon bald deutlich, als man entdeckt hatte, dass die stark begrenzte Nahrungsmittelgrundlage auf dem Felsen bedroht war. Denn die Phasmiden lebten dort von der Pflanze Melaleuca howeana, die sich auf dem winzigen Eiland nie sehr ausbreiten konnte. Doch man stellte fest, dass auf Balls Pyramid Samen der Ipomoea caerica, zu Deutsch Prunkwinde, eingeschleppt wurden. Sie kamen vermutlich aus Australien, getragen von Wind oder von Vögeln. Die Prunkwinde, die man auf Englisch auch Morning Glory nennt, ist dort keine heimische Pflanze, doch sie wurde durch den Menschen um die ganze Welt verbreitet. Sollte die Ipomoea caerica nun die Melaleuca verdrängen, würden die Phasmiden aussterben. Erneut hatte man Leute auf die schwer begehbare Felsinsel geschickt, allein mit dem Ziel, eilig das Unkraut zu entfernen.
So lag es nahe, dass bald die ersten Strategien ausformuliert wurden, das Insekt wieder in sein natürliches Habitat einzuführen, sprich auf die Lord Howe-Insel, deren hügelige, dicht bewachsene Landschaft inzwischen ein Naturschutzpark ist, während die gesamte Insel den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes hat. Das aber ist eine problembehaftete Idee und ohne Probleme verlief bei dieser Geschichte fast gar nichts. Doch eins nach dem anderen. Für die Entomologen war ja klar, dass sie in naher Zukunft ein Pärchen ins Labor mitnehmen müssten. Die Expedition von 2001 hatte nur Fotos gemacht. Naja, es sind Profis. Das ist nicht wie in einem Spielfilm, wo jeder ständig macht, worauf er Lust hat. Für eine Mitnahme von lebenden Exemplaren von dieser winzigen Insel gab es nicht nur keine Genehmigung, die wenigen lebenden Insekten wären auch zu wertvoll gewesen, um einfach paar in eine Schachtel zu stecken. Und so hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis all die Bürokratie überwunden war. Und inzwischen war 9/11 passiert. Und als die Forscher in 2004 zweites Mal zur Insel aufgebrochen waren, um 4 Exemplare in einen speziell präparierten Koffer mit einem isolierten Ökosystem zu legen, wurde es bei der Rückkehr nach Australien zu einem echten Problem, die Behörden davon zu überzeugen, den Koffer am Flughafen nicht zu öffnen. Und auch danach war der Kampf noch nicht vorüber. Ein Pärchen war an einen privaten Phasmidenzüchter in Sydney gegangen, während das andere Pärchen auf den Namen Adam und Eva getauft in das Zoo in Melbourne gebracht wurde, in die Obhut des Zoologen Patrick Honan. Schon sehr bald verstarb das Pärchen in Sydney und auch Eva wurde bald krank. Nur mit äußerster Mühe und geduldigem manuellen Füttern gelang es, das Tierchen hochzupäppeln. Sie hatte vor ihrer Erkrankung bereits 30 Eier gelegt und begann nach ihrer Genesung weitere Eier zu legen. Doch nur jene, die sich vor ihrer Erkrankung gelegt hatte, sind am Ende gereift. Was wieder zeigt, wie schwierig es für den Menschen ist, in die feinkalibrierten Mechanismen der Natur einzugreifen, um diese zu kontrollieren. Doch all der Aufwand hatte sich gelohnt. In geduldigen, mühsamen Trippelschritten gelang es dem Team um Patrick Honan, in den darauffolgenden 4 Jahren einen Vorrat aus über 11.000 Eiern anzulegen und eine Züchtung aus über 600 lebendigen Exemplaren heranzuziehen. Jane Goodall und Sir David Attenborough haben das Labor in Melbourne besucht und begeistert über die Phasmiden publiziert. An eine Rückkehr auf die Lord Howe-Insel war vorerst nicht zu denken, denn dort sind Hausratten noch immer an der Spitze der Nahrungskette. Und ihr Hunger ist bekanntlich unersättlich. Man müsste also zuerst die Ratten in den Griff bekommen. Nun ist es so, dass ein überwiegender Teil der 300-köpfigen Bevölkerung auf dieser Insel nichts dagegen hätte, ohne Ratten zu leben. Doch ohne gehobene Augenbrauen ging es am Anfang auch nicht, denn nicht jeder war von der Idee begeistert, auf einer subtropischen Insel zu leben, auf der man beginnen würde, riesige Insekten auszusetzen. So gab es allerlei Initiativen, um den Leuten diese Maßnahme schmackhaft zu machen und das Image der Riesenphasmiden aufzubessern. Wie zum Beispiel ein ätherisches Video, das einen Baumhummer beim Schlüpfen zeigt. Doch das größte Problem ist noch immer nicht bewältigt und es ist ein klassisches Thema der menschlichen Ausbreitung auf diesem Planeten. Die Beseitigung der Ratten auf der Lord Howe-Insel ist nicht leicht lösbar. Wir kennen letztendlich keinen anderen Weg, als Ratten zu vergiften. So hatte die Regierung für dieses Projekt ab 2015 rund 9 Millionen australische Dollar zur Verfügung gestellt. Doch das Projekt ist nicht unumstritten und es ist durchaus schwierig umzusetzen. Denn die Ausbreitung von Gift auf einer Insel, die 2 Kilometer breit und 11 Kilometer lang ist, kann zu massiven ökologischen Schäden führen. So war von Anfang an klar, dass man Tierarten, die ebenfalls von den Giftfallen bedroht waren, vorab einsammeln müsste und sie über die Dauer der Rattenbekämpfung in einer Art Arche isolieren würde. Und ob man auf diese Weise die geschätzten 130.000 Nagetiere ausrotten kann, das muss sich nun zeigen. Sicherlich wird es auch eine generell ethische Diskussion darüber geben, ob das nun vertretbar ist, hunderttausende Säugetiere zu vernichten, um einige hundert Insekten auszusetzen. Überall dort, wo der Mensch in die Natur eingreift, wird es schnell sehr kompliziert. Seit 2009 gibt es auch eine Baumhummerkolonie direkt auf der Lord Howe-Insel selbst. Doch diese Tiere leben stark isoliert in einer Waldhütte.
Sie sind nur eine Armlänge von ihrem natürlichen Biotop getrennt, doch die Wälder werden noch immer von Ratten beherrscht. Die Züchtung der Baumhummer war mühsam und so sind die Resultate zu wertvoll, um die Phasmiden auf gut Glück auf einen Baum auszusetzen. Die Zukunft der Gespensterschrecken von Ball's Pyramid sieht zwar deutlich rosiger aus als vor 20 Jahren, doch der Kampf ist noch lange nicht vorüber. Es ist auf jeden Fall ein Schaustück dafür, dass es für den Menschen immer leichter ist, in die Natur einzugreifen, als diese Tat anschließend ungeschehen zu machen. Dieser Prozess ist häufig tausendmal aufwendiger.